Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So. Ich habe, wie versprochen, uns ein bisschen Wasser gemacht. Ich will noch versuchen. Ich glaube, hier ist auch kein Platz mehr drin, oder doch? Obwohl, müsste wieder ein bisschen Platz sein. Hier mal diese Eier hier zu bunkern. Ich gehe sie dann später holen, wenn sich tatsächlich herausstellen sollte. Warte mal kurz, Glas. Kann ich jetzt Glas herstellen? Nö. Ah, weil der Quarz noch nicht passt. Okay. Dann packe ich den weg. So, was wollte ich jetzt sagen? Falls sich herausstellen sollte, dass wir, dass wir drüben bei dem kaputtgegangenen Schiff jetzt, das explodiert ist, dass wir hier irgendwie was aufbauen können. Wäre das nicht schlecht. Okay, was haben wir hier noch? Notfall. Eine Quantenexplosion hat im Antriebskern der Aurora stattgefunden. Der Reaktor erreicht einen superkritischen Zustand in T-, ja, und bumm. Zur weiteren Verwendung wurde der Strahlenschutzanzug deiner Bauplandatenbank hinzugefügt, ja. Baupläne. Hier haben wir diesen Strahlenanzug, Fasergewebe und Blei. Wie ich das hinkriegen soll, weiß ich nicht. Ich schätze mal, ich hätte tatsächlich müssen, das Schiff, das abgestürzte Schiff, die Aurora, rechtzeitig erreichen, bevor sie explodiert. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich unwissend bin. Werde mich jetzt aber trotzdem mal dorthin auf den Weg machen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas geht. Mal schauen. Unterwegs könnte ich ja schon mal versuchen, wieder diese Blasenfische zu sammeln. Ich hoffe, ich rotte sie hier nicht aus komplett. Bis wir einen anderen Weg gefunden haben, Wasser für uns herzustellen. Jo. Ist halt alles ein bisschen schwer. Da hätten wir so einen Blasenfischi, wenn ich ihn erwische. Zack. Und ein noch. Zack. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir tauchen wieder mal auf und schauen, ob die Richtung stimmt. Ja, theoretisch. So. Jo, ist halt ein Stück zu schwimmen hier, ne? Es wäre auch schön, wenn wir da irgendwie ein Gerät hätten, mit dem das schneller geht, aber wahrscheinlich ist das alles für später. Da ist, glaube ich, ein bisschen Metallschrott. Den würde ich gern mitnehmen, wenn ich Platz habe. Ja. Das klappt schon mal, das ist super. Gibt es hier noch vielleicht den einen oder anderen Blasenfisch für uns? Das wäre famos. Schaut mir da nicht so aus. Der Planet hier schaut auch aus, als wenn er jeden Moment auf uns fallen würde, ne? Strahlung registriert. Hier auch? Ja. Okay, also so weit können wir jetzt nicht. Wir brauchen diesen Strahlenanzug. Mhm. Okay. Dann müssen wir jetzt einmal schauen, quasi wahrscheinlich, dass wir hier irgendwie... Hä? Überleben? Jo. Und dass wir den Tauchanzug hinkriegen. Aber wie soll ich das schaffen mit dieser Fasern-Rollen-Dingsbums? Beziehungsweise. Ja. Hm.
Ich habe nämlich keinen Labortisch und nichts, ne? Wohlgemerkt. Aha, da kann man die Farben einstellen. Okay. Aha. Okay. Baupläne nochmal. Was, wie war das? Glas, irgendwie Fasern, Dingsbums? Fasergewebe. Wie ich das hinbekomme, habe ich auch keine Ahnung. Fasergewebe, Thermometer, Computerchip. Aha. Konstruktionswerkzeug. Batterie, Klebes, Kabelsalz, Satz, so, Computerchip. Ich hätte wahrscheinlich müssen tatsächlich auf das Schiff. Blei wäre nicht schlecht. Dann könnte man hier wenigstens schon eine Basis für uns bauen. Da brauchen wir jetzt aber noch Blei. Da müssen wir nach Blei suchen. Wir werden doch wohl hoffentlich irgendwo Blei finden, oder? Titanium. Ich will dich essen. Danke. So, kann ich dich auch essen? Sammeln? Ja. Boomerang entdeckt. Habe ich jetzt den Eintrag natürlich auch nicht, ne, weil ich doof bin. Ja. Genau. So. Da haben wir ein bisschen Schrott. So, dann tauchen wir halt hier mal durch die Gegend. Vielleicht haben wir ja mal ein bisschen Glück und finden irgendwie ein bisschen Blei an. Kupfer war hier. Joi, da wäre noch. Ja, ich bin schon weg. Au. Ich glaube, ich brauche ein Medikit. Besser, ja. Ein bisschen Wasser und was zu essen. Oh! Hoppala, verdorben. Hui. Das ist jetzt uncool. Ei. So, ich muss hier weg. Ui, das war ungut. Das war nicht gut. Ich habe jetzt nicht gelesen, dass der verdorben ist. Ich muss aufpassen, was ich mir in den Mund stecke. Ja, bin klar an der Oberfläche. Ein paar Sekündchen noch und geht schon. Das ist der. Wo ist unser Schiffchen? Um Gottes Willen. Schön. Tja. Das lief nicht gut. So, Blasenfisch gefischt. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind am Verrecken. Es freut uns, dass Sie sich für Subnautica entschieden haben. Sie bieten den Entwicklern. Da hat er gerade was. Hat der gerade Metallschrott gefangen? Hast du das gesehen, wie der denn abgeschleppt hat, das Ding? So, wo schwimme ich eigentlich hin? Darüber. So. Ja.
Einmal mit Profis, ne? Bin ich eigentlich schneller, wenn ich oben schwimme oder wenn ich tauche? Ich lass mal so. Hoffentlich schaffe ich das jetzt noch. Ja. Ja, du Fisch. Ich fürchte, ich hätte tatsächlich müssen auf das Schiff. Ich befürchte das wirklich, dass ich da gerade einen Fehler gemacht habe. Naja, dann habe ich halt unabsichtlich den Hard Mode ausgelöst, ne, sozusagen. Bitte schwimmen, bitte schwimmen, bitte, bitte, bitte schwimmen, bitte schwimmen, bitte schwimmen, bitte gib ein bisschen Gas. Das ist so scheiße, das ist so kacke. Ich bin am Verrecken, oh je. Da schwimmt ein Glübschi. Hallo Glübschi, wie geht's? Ich bin gerade am Ersaufen, am Verdursten, so muss ich sagen. Aber sonst ist alles gut. Haufenweise Blasen. Ja. Ist ja schon gut. Oh, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Jo. Da brauche ich jetzt wirklich mal eine so eine Station, ne? Das wäre echt nicht schlecht, mal sowas bauen zu können, aber keine Ahnung, ob das einfach so geht, aber ja, ich vermute halt, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Vielleicht muss ich das ganze Spiel nochmal von vorne machen. Habe ich noch irgendwie ein Medikit? Na, ja, verreckst halt. Ist ja wurscht. So, kein Bug, Gott sei Dank. Haben du ja auch nichts mehr, Gott sei Dank. So, machen wir noch eins draus. Noch eins draus. Ich will jetzt mal was probieren. Kann ich jetzt Darf ich jetzt sowas wie das hier bauen? Warum nicht? Warum darf ich das nicht? Das ist echt komisch. Das ist richtig komisch. So und so. Da ist wieder so ein Viech. Tja. Ich bin da ein kleines bisschen überfragt. Ich habe keine Ahnung, wie man so eine Basis bauen würde, sollte, ob man da jetzt ein Labortisch braucht, was ein bisschen unlogisch ist. Eine Werkbank, ja, kann ich mir schon vorstellen.
Das ist echt ein wenig mysteriös. So, gib mir deine Blubbel. So. Noch ein paar Blubbel mehr. So. Weil es ist auch wurscht, wie viel Schrott ich da jetzt sammeln tue, ne? Das bringt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiter. Halt, bleib hier. Ja, ja, du mich auch. Au. Mistviech. Das wollte ich noch scannen, glaube ich. Ja. Ja. So, Schwefelpflanze. Den machen wir mal kaputt. Was haben wir hier? Kupfer. Okay. Da haben wir wieder was für Glas. Was haben wir hier? Ich muss weg. Hirndingens. War die so weit weg? Oh oh. Komm, mach einen Blubbel. Schnell. Danke. Hui, das war knapp. Okay. Wir haben Höllenschwefel tatsächlich. Schwefelablagerungen in den örtlichen Höllensystemen festgestellt. Schwefel ist ein wesentlicher Bestandteil des Reparaturwerkzeugs. Jawohl. Das ist super. Ich hoffe, wenn wir noch ein bisschen was davon finden. So, schauen wir mal. Ich hoffe, wenn wir da noch ein bisschen was davon finden, dass wir dann so ein Reparaturwerkzeug uns bauen können. Ja, du mich auch. Da hat man noch was. Titan. Oh. Au. Da können wir wieder einsammeln. So, das müsste reichen. Ich will jetzt versuchen, hier rauszukommen. Ich hoffe, ich schaff's noch. Ja, richtig erinnert. Es ist fast nicht zu glauben. Und dann schwimme ich jetzt mal zurück. Ich hoffe, dass das reicht. Boah, schnell. Sauerstoff. Eins wenigstens. Oh, ich komme zu spät. Aber jetzt. Boah. So, da tanken wir uns mal voll mit Luft und dann schauen wir weiter. So, ich habe jetzt zwei von diesen Dingen, glaube ich, ne? Einmal, zweimal. Ich hoffe, das reicht. Ich könnte den Bauplan noch nachschauen. Der wollte jetzt was von mir. Das Werkzeug zum Reparieren, glaube ich, war da was, ne? Feldmesser, was du das? Was du das? Warte mal. Batterien brauche ich auf alle Fälle. Was ist mit dem Kabel? Silbererz, Computer, Gold. Brauchen wir da Kupfer, Gold? Gottes Willen. Kupferdraht, aha. Zwei Kupfer, ein Kupfererz brauchen wir noch. Dann schauen wir mal, ob wir was finden, ne? Da hätten wir wieder so ein Dings. Jawohl, Kupfererz. Hervorragend. Was bist denn du? Kreaturenei. Noch eins. Da haben wir auch was. Titan. Okay. Da oben haben wir Dingens. Das nehmen wir noch mit. Was bist denn du? Da haben wir ein Dings. Das ist nix, ne? Passt. Dann würde ich sagen, wir hauen jetzt wieder ganz schnell ab. Da haben wir noch was. Kupfer. Da nehmen wir noch das mit. Den Quarz. Aha, wir sind voll. Okay. Nichts wie weg hier. Davon haben wir dann eine Horndingens. Ich hoffe, das geht sich aus.
Ein Hirn, nicht Horn. Hirn. Da, passt. Sehr gut. Da tanken wir uns nochmal auf. Wir sind eh voll, das heißt, wir kehren zurück. Und ich hoffe das Beste für uns, dass wir daraus irgendwas Tolles basteln können, ne? Was uns mit diesem depperten Reparaturdings da weiterhilft, ne? Einmal geht noch. Und dann gehen wir es an. Komm schon. Jetzt haben wir es. Passt. Jetzt kehren wir nach Hause zurück. So, Inventar ist voll. Ich versuche trotzdem noch, ob der Blasenfisch noch geht. Na, voll, voll. Wenn es voll ist, ist es voll. So. Das kriegen wir schon hin. Das werden wir schon schaukeln. Das kriegen wir schon hin. Kein Problem. So. So. Nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, wird schon werden. So, wir stellen her. Als erstes mal was zum Saufen. So. Dann was Gekochtes. Dann nochmal Wasser. Passt. So, Elektronik, Kupferdraht stellen wir schon mal einmal her. Das kann ja nicht verkehrt sein. So. Hier haben wir Glas. Das kann normal auch nicht verkehrt sein. So. Das nehmen wir vielleicht zweimal. So. Dann tun wir jetzt mal Ruhe geben. Und zwar Werkzeuge. Leuchtfackel. Konstruktionswerkzeug. Das wäre halt interessant. Computerchip. Da, Reparaturwerkzeug. Silikongummi brauchen wir jetzt halt noch immer. Bah. Ein Silikongummi. Schlingpflanzensamenbüschel. Ah, ich weiß schon. Okay, die kriegen wir auch zusammen. Das ist kein Problem. Ist mir gerade eingefallen, ich Schlaufuchs. Das kriegen wir hin. Zuerst essen wir mal ein bisschen was. Und ein bisschen noch was trinken. So ist gut. Den Rest schmeißen wir, wenn es Platz hat, hier rein. Auf jeden Fall mal das. Das, okay, hat nicht mehr Platz. Sehr gut. Dann will ich das Titan-Dingens mal nehmen. Und auch das hier zum Wegschmeißen. Rein damit. Geht nichts. Rein. Was ist noch wichtig? Das hier. Glas ist wichtig. Wenn wir Platz haben, noch ein bisschen Titan. Ja. Müsste so passen. Das Medikit nehme ich mit. So. Die Fackel nehme ich mit und hat noch was Platz. Ich würde sagen, so ein Kreaturenei. Ja, okay. Passt. Ich bin doof. Ich weiß schon wieder, wo man das herkriegt. Wir brauchen noch was zum Futtern, sehe ich gerade. So, auf jeden Fall hier mal die Blasenfische einmal. Ein zweiter wäre cool. Und dann wären noch solche Riftviecher nicht schlecht. Aber die brauche ich jetzt mal für Wasser. Das gehe ich auch sofort. Aha, die haben sich nachproduziert. Da unten, ich versuche den noch zu kriegen. Dann können wir einen braten oder zwei und ein Wasser herstellen. Machen wir das noch fix. So. Und dann hoffe ich, dass bald Tag ist, weil. Damit wir mehr sehen. Also Wasser zweimal. Also einmal so in dem Fall. Und was zum Essen. Gebraten bitte. So. Was haben wir hier noch? Gebökelter Bumerang. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir essen und wir trinken einmal. So. Ja, ich hoffe, das reicht. So. Und zwar, wir müssen dorthin schwimmen. Schau, wo kommst du her? Wir müssen dorthin schwimmen, wo die Hecht, also diese Pirscher zu Hause sind. Ich sage immer Hecht, das schaut für mich aus wie so ein Hecht.
Wir müssen dorthin schwimmen, wo die Pirscher zu Hause sind. Stielauge. Okay. Weil die tatsächlich dort bei diesem Seegras, was da war, die haben dort für uns nämlich was Tolles. Oh, wir haben Glubscher gefangen. Cool. Super. Die haben dort diese komischen Äuglein, die ich jetzt brauche, damit wir diesen Silikon herstellen können. Jetzt schwimme ich da überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Geht da eigentlich der Feuerlöscher? Tatsächlich, der geht. Unter Wasser geht der Feuerlöscher. Vielleicht können wir so mit Viecher abwehren. Ich behalte das jetzt so mal. Und zwar diese grünen Dinger da müssten das sein. Oh, ich brauche Luft. Ja, sofort. Dann gehen wir schnell tauchen. So. Ich nehme vielleicht doch noch schnell den Scanner raus. Vielleicht ist dieses grüne Ding hier zum Scannen gedacht. So, hier haben wir schon mal sowas. Ich schwimme mal dahin. Ich hoffe, dass uns kein Pirscher anfällt. Das müsste das sein. Schlingpflanze. Aha, wir sind voll. Na, großartig. Habe ich noch was zum Essen? Ah, jetzt habe ich das weggeschmissen, nicht Depp. So. Das wollte ich gerade nicht. Ah, warte hier. So, das will ich wieder haben. Schwebefisch, neue Lebensform. Okay, ich habe das jetzt gerade vermasselt. Ich habe das gerade vermasselt und zwar richtig professionell. Ich versuche wieder abzuhauen. So, und ich hoffe, dass wir genug von dem Material haben. Ich muss mal kurz schauen. Ja, ja, ich hole schon Luft. So, Fehler gemacht. Falsche Taste gedrückt nämlich. So, haben wir noch irgendwas Gebratenes jetzt? Nein, ne? So, wir haben jetzt aber ein Stück Schlingpflanzenbüschel. Schmierstoff. Ölhaltiger Schmierstoff aus natürlicher Quelle. Na, ich will das da haben. Ein Silikongummi würde das reichen für unser Werkzeug, Reparaturwerkzeug. Eins brauchen wir, Höllenschwefel. Dann habe ich eh an Bord, müsste funktionieren. Hä? Ah, wir sind ziemlich weit abgedriftet. Okay, jetzt habe ich mich schon gewundert. Jetzt dachte ich schon, unsere kleine Kapsel hier wäre jetzt näher an die Aurora geschwommen. Das war natürlich ein Irrtum. So, jetzt schauen wir mal, ob wir dieses Reparaturwerkzeug hinbekommen. Das muss man halt alles wissen, ne? So, hallo. Dafür brauche ich jetzt Platz. Den ich natürlich nicht habe. Kann ich das hier wegschmeißen? Jetzt habe ich Platz. Theoretisch. So, nochmal. Und zwar hätte ich jetzt gern den Schwefel. So. Dann hier drin. Und jetzt möchte ich herstellen dieses Silikon-Dingens. So. Dann möchte ich jetzt herstellen Essen. Naht noch nicht. Geht das jetzt schon mit dem Werkzeug? Reparaturwerkzeug, tatsächlich. Zack. So. Und fertig. So. Was können wir jetzt mit dem Reparaturwerkzeug machen? Ich würde mal sagen, so. Und probieren wir es mal zu reparieren, ne? Aha. Sehr interessant, wie das funktioniert. Aha. Und hier haben wir was zum Reparieren. Ah! Tada! Radio online. Broadcasting emergency distress signal. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9,
9, 9, 9, 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Okay. Na schön. So, wie schauen wir jetzt aus? Kommunikationscenter ausgefallen. Das kann ja zu einem Kommunikationsimpf. Achso, da gibt es noch ein zweites Teil. Im Betrieb haben wir hier was. Antriebskörper entfaltet. Hüllen in den Degret. Okay. Dann erforscht der Wasserplanet, Sauerstoff, Stickstoff, bla bla. Okay. Soweit, so gut. Müsste es passen. Ich schau mal hier raus. Ob hier draußen auch noch was zum Reparieren wäre. Langsam. Rettungskapsel benutzen. Schaut aber nicht aus, ne? Dass hier draußen irgendwas beschädigt wäre. Dann können wir wieder reingehen dabei. Okay. Wir können jetzt was zum Essen machen. So. Zack. Zack. Gekocht. Gekocht. While disposing of the skeletal structure, body ein bisschen Wasser and internal organs, thus rendering them safe for human und nochmal gekocht. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating. Gesalzenen Haufen, das braucht man nicht. Remember that humans survived this way for millennia. You Feldmesser, das stellen wir auch gleich her. Disguising the flavor of unsavory meat with salt. Ausrüstung, Behälter, Seegleiter, das wäre cool. Bestandteile unbekannt. Okay. So, wir haben ein Feldmesserchen. Standard-Überlebenswerkzeug. Multifunktional. Okay. Mit dem kann man was machen? Außer Fingerspielchen damit machen? Nicht viel wahrscheinlich. Naja. Okay. Aber vielleicht können wir uns damit schützen. Zumindest einen Angriff scheinbar machen zu können. Sehr, sehr gut. Was ist unser nächstes Projekt eigentlich? Opa, hier haben wir viele Einträge. Wartet mal kurz. Den fünften Tag haben wir abgeschlossen, sind wir beim sechsten Tag. Sekundärsysteme der Rettungskapsel in Betrieb. Starte vollständige Umweltanalyse und speichere Ergebnisse in der Datenbank. Kommunikator, hier ist die Aurora. Notsignal empfangen. Rettungskräfte werden zu ihrer Position geschickt in 9999999999999 Stunden. Suche nach Notfallübertragungen an der Rettungskapsel wird fortgesetzt. Der Fabrikator kocht kleine Organismen und entfernt dabei Skelettstruktur, Körperflüssigkeiten und innere Organe, sodass sie sicher für den menschlichen Verzehr sind. Das ist praktisch. Wenn man an synthetische Nahrung gewöhnt ist, ist es ganz normal, dass man davon abgeschreckt wird, den Kadaver eines Tieres zu essen. Bedenke, dass Menschen auf dieser Weise Jahrtausende lang so überlebt haben. Du kannst das auch. Beachte, der Geschmack unappetitlichen Fleisches kann mit Salz oder örtlich vorkommenden Kräutern und Gewürzen überdeckt werden. Waffen wurden nach dem Massaker auf Obraxis Prime aus Rettungskapselfabrikatoren entfernt. Das Feldmesser ist die einzige Ausnahme. Ja, schön, sehr nett, danke. Baupläne, Ausrichtung, Handscanner, Luftpumpen, Reparaturwerkzeug, Strahlenschutzanzug. Strahlenschutzanzug. Dieser Anzug. Oh, der Part ist zu Ende. Warte, warte. Geht sich das aus noch? Ja, das machen wir noch. Dieser Anzug schützt vollständig vor den Auswirkungen von Strahlung bei Land-, See-, Weltraumerkundungen. Sicherheit bis zu 400 Strahlungseinheit pro Stunde. Keine Ahnung. Kompatibel mit allen US-Anzügen, Funktionalitäten und ist geschmeidig. Wie schön. Der Strahlenschutzanzug, eine notwendige Vorsichtsmaßnahme in einer verstrahlten Welt. Gut, dann werden wir uns als nächstes versuchen zu bauen, falls möglich. Das würde mich freuen. Aber bis dahin werden wir jetzt mal den Part beenden. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.